Soll ich dir ein paar Sachen bauen? Upgrade the first edition, build a loading bench. 5 Metal Scrap. Ich hab zu wenig. Really? Repair Research Mechaner. Und wo ist das? Kann ich. Ich. Ne, ich kann ja jetzt nicht zurück, oder? Ne. The world has been destroyed. You must roll back time. Ich check das Ganze irgendwie immer noch nicht, aber okay. Ah, das hier. Repair. Research. Craft Destruction Bullets. Burning. Upgrade. Upgrade First Edition allows the First Edition to scan the decorative buildings. Okay, alles andere fehlt. Alles andere fehlt. Gibt's hier einen... Was ist das? Ups. Nee, nee, ich kann da gar nicht. Schauen, wo was ist. Ich dachte eigentlich, man könnte hier doch irgendwo was craften, oder nicht? Nee. Okay, ich muss sagen, das Spiel macht mir schon mehr Spaß als das eben als das AK Axolotl. Rollback Time. Okay, jetzt kommen wir wieder zurück. Ich lasse jetzt einfach mal alles hier. Nee, wait, wait. Holz nicht. Das Problem ist halt, ich weiß nicht, was man was craften kann. If you go through the story, bla bla, yes. The Imperium. Wieder 6 Minuten Zeit. Da unten ist unsere Mathilde. Hilda, Mathilda, Halda, Hilde, wie auch immer sie heißt. Potion Brewing Station. Do you know how to build a potion station? I have one right over there. A simple brew that puts a little pep in your step. Für wie lange? 500. Das wäre auch schlau gewesen. Zeit läuft halt, ne? So, man muss eigentlich während die un während diese Zeit Dinge sammeln, aber auch sich. Okay.
Ja, genau! Schießt einfach beide auf mich. Und der hat einfach eine Mini-Uzi. Yo! Und dann bringt er mir nicht mal was. Loading Bench. Lights target on fire, Iron Ingot. Ich kann nichts bauen. Außer natürlich die normale. Inventar. No. Hä? Duration Quills 5. Wie kann ich das ausrüsten? Gar nicht. Ah, da. Ne? Okay, da hinten ist das Rad. Was bist du denn? Der hat das Rad. Der muss sich umbringen. Ich brauch dein fucking Rad, komm her! And that. Okay, ich muss langsam zurück. Obwohl dort oben ist noch irgendwas Spannendes. Okay, das ist das. Ich muss zurück. Das ist ja echt mies, dass man bloß so wenig Zeit hat. Das nehme ich noch mit, das bringt Scrap Metal und alles andere. Okay, jetzt ist es wieder anders. Okay, bye. Holy moly, Macaroni. Das Spiel ist aber auch ein bisschen, ja. Build a Loading Bench. Ist das jetzt der Ofen? Nee, ist es nicht. Wo war der Ofen nochmal? Research McKenna. Der Ofen war hier nicht, oder ne?
Hä? Hier drin, gab's hier drin gar keinen Ofen? Kann ich jetzt irgendwas von den Dingen hier bauen? Eine Chest. Metal Scrap Stone. Es fällt alles irgendwie was. Noch ein Metal Scrap fällt. Okay, Rollback Time. Ich lasse das jetzt alles mal da dort drin, ja, doch, doch. No, habe ich es jetzt gescannt? Ich glaube, ich habe es gescannt. Ja, ich habe es gescannt. Okay, ein paar Pilze. Da oben ist links irgendwas. Wieso ist hier schon so ein Vieh? Alter, das ist Level 1. Okay, man kann die Zeit. Das soll ich nicht machen. Ist da auch was drin? Nee, bloß Holz. Ich check's nicht, wie ich diese Bücher loswerde. Ja, genau! Sorry! Ich die ganze Zeit das falsche Zeugs drücke. Und ich habe fast keine Munition mehr, oder? Und fast tot bin ich auch. Hä, was ist das denn für eine Waffe? So, dann habe ich die denn?
Ob ich da noch zurückkomme? 4 Minuten. Und ich brauche ein fucking Rad. Und das ist hier nirgends. Ups. Ich glaube, die Map ist auch ziemlich groß hier. A Chaos Rift has appeared. Okay. Okay, ein kleiner Waldbrand. Ich müsste mal die Loot-Taste auf woanders legen. Und unbedingt was essen. Und nachladen. Okay, empty. Hä? Wie komme ich noch mal ins Waffenrad? Also ins Rad hinein. Und ich gehe lieber zurück. Tschüss! Oder ich versuche es zumindest. Und das ist ein ziemlich weiter Weg. Noch 1 Minute 20. Okay, da sind wir. Oder? Ja. Okay, zurück. Take all. Und jetzt kann ich hier Sachen bauen. Kann man es irgendwie rotaten? Wahrscheinlich ja nicht. Spielt es eine Rolle? Okay. Increases area powder. Nice. Jetzt fehlt mir da irgendwas. Und für einen fucking Ofen brauche ich Scrap Metal. Ach, come on. Okay. Ich würde sagen, das reicht erstmal fürs Erste. Das Spiel macht wesentlich mehr Spaß als AKA Exolotl. Mal schauen, ob ich das irgendwann dann weiterspielen werde, falls die falls es veröffentlicht wird. Sehen wir dann. Ist auf jeden Fall ziemlich tiefgründig.
Da muss man, glaube ich, ziemlich viel lernen und rauskommen, wie das alles funktioniert. Aber es hat eigentlich Spaß gemacht, diese knappe Stunde hier zu spielen. Von daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.